Am vergangenen Wochenende, genauer gesagt von Freitag bis Montag, veranstaltete Hartmannsdorf seine Kirmes. Grund zum Feiern gab es nicht nur einen, sondern einen ganzen Sack voll. Von der Kirchweih selbst, einem wichtigen Vereinsjubiläum, bis hin zu vielen Erfolgen und Errungenschaften. Im Laufe des vergangenen Jahres waren wir oft in Hartmannsdorf zur Berichterstattung unterwegs. Zur Kirmes hatten wir eine Einladung zur Auftaktveranstaltung am Freitag. 18.30 Uhr begann die Festsitzung 20 Jahre FV Blau-Weiß. Also es ist so, dass man mal zurückblickt und gemeinsam mal auch die 20 Jahre Revue passieren lässt. Musikalisch umrahmt wurde die Festsitzung vom Volkschor Liederkranz Hartmannsdorf. Seit 2006 organisiert der Verein Blau-Weiß Hartmannsdorf mit großem Erfolg die Kirmes im Ort. Nach der Sitzung am Freitagabend ging es weiter mit einem 90er-Abend. Am Sonnabend ist viel mit Fußball und dann gibt es abends eine große Festmeile mit der Partyband Zwecker. Und am Sonntag gibt es einen Familientag, der auch sehr gut besucht ist, immer mit einer Abschlussdombola. Und am Montagabend gibt es das traditionelle Karpfenessen hier in Hartmannsdorf. Das hat eine lange, lange Tradition, dass zur Hartmannsdorfer Kirmes einfach Karpfen gegessen wird. Wie eingangs gesagt, die Gemeinde Hartmannsdorf hatte eine Menge Gründe zum Feiern. Also wir haben dieses Jahr die Sanierung unseres Kunstrasenplatzes fertiggestellt. Da sind natürlich vor allen Dingen die Fußballer sehr stolz drauf, ist ganz klar. Die mussten ja, sag ich mal, in der Riemslösung in Anspruch nehmen. Und das ist immer nicht so gut für die Trainingsbedingungen unter dem Punktspielbetrieb. Dann haben wir das Sozialgebäude saniert mit unserem Systemtraining. Und das Systemtraining hat den Verein noch mal einen Riesenschritt nach vorn gebracht, auch was die Mitglieder anbetrifft. Wir haben inzwischen 275 Mitglieder und für eine Gemeinde mit 1400 Einwohnern ist das natürlich ein ganz schöner Unterpfand und da passiert natürlich auch was. Und Sport verbindet immer, ganz klar, Sport macht fit und integriert auch. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass unsere Jungs, sag ich jetzt immer, dass einige von ihnen, von den Umas, auch hier eine Heimat gefunden haben, um sich sportlich zu betätigen. Ein anderes Objekt machte ebenfalls in positiver Hinsicht von sich reden. Unser Freibad Hartmannsdorf, aber natürlich, da wird natürlich auch Sport getrieben. Es wird sich bewegt, es wird geschwommen und es gibt viele Aktivitäten noch nebenbei. Ja, in dieser Rekordsanierungszeit konnten wir das Freibad hier wieder der öffentlichen Bestimmung übergeben. Das war am 20. August und da hat sich nicht bloß Hartmannsdorf gefreut, sondern die gesamte Region. Bei so viel erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen im Ort, bleibt da eigentlich noch etwas offen? Also Wünsche hat man ja immer. Und da gibt es auch immer welche, die umgesetzt werden sollten. Gerade bei unserem Kunstrasenplatz wünscht man sich überdachte Traversen. Das ist natürlich ein toller Wunsch, muss man erst mal schauen. Und bei der Turnhalle, die wird ja auch von Blau-Weiß Hartmannsdorf genutzt, brauchen wir noch Sanierung im Fensterbereich, Heizung nach 20 Jahren. Steht das halt einfach wieder mal an, aber das werden wir auch schaffen.